Hallo Leute, weiter geht's mit Total War Pharao. In der letzten Folge haben wir ein Vermächtnis gewählt, und zwar hier Händlerin Hatschepsut. Dieses Vermächtnis, wir schicken gerade mal zum Ausprobieren halt unsere erste Karawane nach Fenshu. Ein Spiel im Spiel drin selbst. Da kann man auch ein bisschen, was heißt ein bisschen, man muss halt handeln, man muss gucken, was man sich holt, wo man es hinbringt, um halt immer mehr anzuhäufen. Und dann halt die Karawane zurückzuholen, und dann kann man die Gegenstände, die man zurückholt, zum Beispiel unter anderem in Ressourcen umtauschen. Also ein Spiel im Spiel von Total War selbst drin. So ein kleines Minispiel, wo man auch noch mal ein bisschen Gehirnschmalz da lassen sollte. Wahrscheinlich. Wir werden es sehen. Gut, jetzt müssen wir uns den Hof noch anschauen. Und ja, den zeigt uns hier auch schon an. Wir gucken uns aber erstmal die anderen Sachen an. In Sukkot können wir was bauen und in Nord-Sinai generell. Wir machen halt immer noch Minus. Zufriedenheit. Erhöht halt immer weiter die Bauzeit, und Wachstum der Arbeiterschaft nimmt halt auch ab. So. Was gönnen wir uns mal noch? Die Rekrutierungskosten noch weiter nach unten bringen. 20%. Also doppelt so viel, und noch mehr Bronze hier produzieren in Nickel. Da sagen wir nicht nein. Weil wir brauchen Bronze, ihr seht das oben. Wir haben viel zu wenig Bronze für unsere Armee. Dauert 4 Runden. Ist halt so. Hofaktion gucken wir uns jetzt an. Das wird auch nochmal was, kann ich euch sagen. Mit dem Hof habe ich mich aber schon ein bisschen mehr beschäftigt. Also hier das mit der Händlerin Hatschepsut hatte ich noch nie. Klick mal drauf. Das Hofaktion. Horusgeleit beginnt. Wir wollen sehen, in welche Richtung der Wind weht. Ihr könnt mit Hofposition interagieren, um Komplotte in Gang zu setzen, Legitimation zu erlangen, Intrigen zum Erhalt von Achtung auszuführen oder um Achtung für Anfragen nach diversen Effekten zu verbrauchen. Bei jedem Horusgeleit wird eine unbesetzte Position entweder besetzt oder vom Pharao zugewiesen. Also das ist sowas wie, ja, wie die Regierung hier. Nur halt, dass man sich ordentlich, ja, wobei, ja, nur dass man sich ja ein Attentat ausführen kann. Man kann tratschen, um Achtung, ach, es gibt unfassbar viel. Und jede, das kommt auch nochmal hinzu, jede Position, also wenn wir irgendwann mal eine Position innehaben, die bringt uns dann was. Also zum Beispiel hier Vizekönig von Kusch zu werden. Positionsvorteile, ihr seht das. Goldeinkommen. Zugriff auf kuschitische Einheiten überall, das heißt Spezialrekrutierung, und es gibt nochmal 7 Legitimationen dazu. Die anderen zwei Sachen, also die anderen zwei hier, erster Kommandant und Schatzmeister, ebenfalls 7 Legitimationen, und hier gibt es dann schon 14 Legitimationen dazu. Also krass, einfach nur krass. Wenn wir den Posten noch nicht innehaben, können wir aber trotzdem versuchen, irgendwie an Gold ranzukommen. Und zwar kann man das zum Beispiel hier, indem wir sagen, Anfrage stellen, Profit aus den Minen. Und dann würden wir 200 Gold bekommen. Dazu brauchen wir aber 60 Achtung gegenüber, also er muss Achtung haben uns gegenüber, und das bekommen wir, indem wir auf Intrige ausführen gehen und hier auf Tratschen gehen. Dann bekommen wir 20 Achtung. Wir können aber auch sagen, wir haben so viel Geld, wir gehen auf Unterstützen. Das bringt mit einmal 120 Achtung. Aber es kostet halt 360 Gold. Und diese ganzen anderen sind hier bei den anderen Hofpositionen nochmal anders. Also hier zum Beispiel Armeesold, Elitekrieger. Dazu brauchen wir aber natürlich auch das
die Ressourcen haben wir im Moment nicht, also brauchen wir uns hier mit dem nicht gut tun. Armee sollte, weiß ich gleich gar nicht, was das bedeutet. Stellt sicher, dass eine Einheitenkategorie ihre Rekrutierungskosten um 25% senkt. Dieser Effekt wird nach dem aktuellen Horus-Geleit aktiviert und hält ein Jahr an. 6 Runden. Ja, Horus-Geleit ist ein Jahr, okay. Also wir haben viel Bogenschützen und wir haben auch viel Metschai. Das wäre schon mal nicht schlecht, dass wir uns vielleicht da versuchen, ein bisschen an den Rand zu wanzen. Weil Gold haben wir... Also, ich weiß jetzt nicht, wofür wir so schnell so viel Gold brauchen, irgendwie. Also, müssen wir uns mit dem hier nicht gut stellen. Und die kuschitischen Söldner, da sind wir wieder bei dem Problem, dass wir zu wenig Ressourcen haben, zu wenig Bronze. Was könnten wir denn von dem hier bekommen? Also, ich will wenigstens erst den ersten Durchlauf mal versuchen, irgendwas Gescheites zu bekommen. Denn später sollten wir schon versuchen, irgendeinen Posten hier zu inne zu haben. Aber ich bin mir nicht sicher, was für ein Posten. Vielleicht erster Kommandant zuerst, um halt geringere Einheitenkosten zum Horus-Geleit zu haben. Aber das kriegen wir halt auch so. Bin mir... Na gut, also ich verstehe schon, man bekommt halt die Legitimation, also automatisch Pharao werden wir ja nicht werden können, oder? Den müssen wir doch bestimmt glatt machen. Woher? Oder wie ist das? Können wir über den Hof Pharao werden? Fragezeichen? Intrigen kosten zusätzlich Gold oder Achtung. Gegen einen Pharao gerichtete Komplette haben eine verringerte Erfolgschance. Geht tatsächlich auch. Aber wir können den nicht wegmachen, oder? Doch, bei Erfolg. Ramses wird neuer Pharao. Wir können das Komplott bedrohen, nicht gegen die Position. Aha, geht also doch nicht. Ihr könnt den Herrscher des Hofes nicht bedrohen, aber bei den anderen müsste das dann eigentlich gehen. Ja, aber halt nur nicht gerade jetzt, weil Komplotte können nicht während des Horus-Geleits gestartet werden. Alles klar. Dann sollten wir vielleicht versuchen, einen von den zwei Posten hier zu besetzen, weil die halt doppelt so viel Legitimation wie die hier unten bringen. Was ist das hier? Hohe Priester des Amun. Mehr Gunst durch verehrte Götter. Besonders Amun. Ja, den verehren wir ja nicht. Geringere Kosten an Schreien und Tempeln. Besucht heilige ägyptische Länder. Mit Tempeln für Gold. Was soll uns das dann bringen? Müssen wir mal uns angucken. Tempelerbauer. Baukosten minus 20%. Frömmigkeit. Alt. Bis zum Horus-Geleit Gunst von allen Gottheiten, die er verehrt. 160 Gunst mehr. Also würde man dann schneller in der Gunst der Götter mit ihm nach oben kommen. Und der hier, was kann der? Aktion, Verbindung, zusätzliche Hofaktion einmal pro Jahr. Also wir haben pro Runde hier immer zwei Hofaktionen zur Verfügung. Und er kann einmal pro Jahr, hat er dann drei zur Verfügung. Aber einmal pro Jahr, also alle 6 Runden. Hm. Komplott-Attentat. Eine Verschwörung, um einen Positionsinhaber dauerhaft zu entfernen. Manchmal wird ein Charakter verwundet, anstatt getötet zu werden. Diesen Komplott-Attentat wird versucht, ein anderes Ziel zu verwunden, sogar zu einem erfolgreichen Attentat, wird immer das Ziel von seiner Hofposition entfernen. Es sei denn, das Ziel ist oberster Herrscher und ein Bürgerkrieg kann nicht ausgelöst werden. Hm.
Sandra ist das Verbindung, die Verbindungssache. Ich tendiere hier zu diesem Hohepriester des Amun, dass wir den nehmen. Ja. Aber das erste Jahr versuchen wir uns hier mit dem gut zu stellen, also Intrige ausführen, tratschen zweimal. Es musste ja einen Grund geben, warum ich euch mag. Jetzt haben wir 40 Achtung bei dem hier aufgebaut. Machen in der nächsten Runde dann nochmal tratschen und dann können wir auch schon eine Anfrage stellen, und zwar am Esold. So ist der Plan, Leute. So sieht es nämlich aus im Schneckenhaus. Damit werden wir jetzt eigentlich fertig. Nicht eigentlich, wir sind fertig. Wir können die Runde tatsächlich beenden. Ja, können wir. Runde beenden. Da gibt es auch Steine. Seht ihr das? Nebai Shedet. Wer ist denn das? So ein Typ mit Schlange. Auch relativ weit weg von uns. Der möchte Holz. Oh, der gibt uns Bronze. Holz haben wir viel. Und einmalig 150 Nahrung. Leute, das nehmen wir an. Hetnesut. Das ist ein Typ mit so einem kleinen Mädel. Der will Bronze. Ne, das kannst du vergessen. Wir brauchen selber Bronze. Ashkelon. Neue Bestrebung, ein Monument errichten. Keine Ahnung, was das sein soll. Und was ist das hier? Ein Legitimationserbauer. Baukosten minus 15% alle Regionen. Für 20 Runden. Das ist natürlich cool, aber ich weiß nicht, was ein Monument ist. Wobei, ich glaube, in unserer Hauptstadt ganz rechts, wenn wir das auf Stufe 2 ausbauen, ich glaube, das könnte als Monument zählen. Erobert eine Region, die auf die Produktion von Gold spezialisiert ist. Ich habe keine Ahnung, wo es das gibt. Oder erobert eine Region, die auf die Produktion von Nahrung spezialisiert ist. Ich glaube nicht, dass wir das in 10 Runden hinbekommen. Also, hier wissen wir gar nicht, wo was ist. Das Monument. Also, die nächsten Regionen, die wir haben wollen, ist einmal Stein und einmal Bronze. Da können wir das rechts knicken. Hier wissen wir nie, wo was ist mit Gold. Also nehmen wir das mit dem Monument. Eins müssen wir halt auswählen. Kommen ja nicht aus der Nummer raus. Sonst. Ägyptens Ruhm. Hier gibt es dann keinen Verschleiß mehr. Stellung Marsch haben wir gemacht. Nicht nachlassen! %50 benötigt, um das einzunehmen. Alles, hier kriegt man überall Verschleiß. Wir werden nicht bisher herkommen, befürchte ich. Warum schiffen wir uns eigentlich nicht ein? Ich bin unaufhaltsam. Können wir das einfach so? Das ist eine Steilküste, da werden wir nicht anlanden können. Also kriegt man hier unten dann Verschleiß beim Anlanden. Das ist auch Quatschi. Beenden wir einfach unsere Runde. Die Zukunft Ägyptens. In dem Lager. Immer weiter! Ich führe an! Vorwärts, Marsch! Marschiert, Männer! Kleines Stückel noch. Zum Sieg!
So. Stets bereit. Hä? Die Bewegungsreichweite? Ich habe da extra drauf geachtet. Und jetzt ist... Weil wir von Stellung Marsch wieder weggegangen sind. Deshalb. Was für ein Quatsch, ey. Marsch bereit. Auf zum Ruhm. Oh, wir kommen doch noch bis hin. Ich habe nichts gesagt. Dann passt doch. Mir nach, Männer. Alles richtig gemacht. Kriegen wir keinen Verschleiß. Für eine ruhmreiche Zukunft. Wir sind jetzt schon in diesem fremden Gebiet hier. Bin gespannt, was uns das kosten wird. Ereignisse. Expedition am Ziel. Boah. Jetzt sind wir auf dem Bazar. Wenn wir das hier mit Linksklick raushauen, bekommen wir dann hier diese Werte dazu. Problem ist, ich weiß nicht, wie viel. Wartet mal. Doch, das sind 100. Okay. Wir bekommen die Feigen halt sonst nirgends los. Das ist das Problem. Ich habe nirgendwo gesehen, dass Feigen gebraucht werden. Jetzt müssen wir aber irgendwas anderes auswählen. Zedernobjekte. Ne, Zedernboote. Ja, die, das... Oh. Nahrungseinkommen 4000. Das verdoppelt das ja alles. Wir haben 2000 ausgegeben. Das ist natürlich krass. Paneisches Bier. Ich glaube, das hier unten ist noch das teure Zeug. Das hier oben ist halt das preiswertere, oder? Müsste man halt vorher sich sogar anschauen, was denn hier im Angebot ist auf dieser Karte. Kommen wir jetzt nochmal zu der Karte. Nö. Bazar verlassen. Ihr seid mit diesem Reich einen Handel durchzuführen. Sobald die Entscheidung bestätigt wurde, verlasse diesen Ort und könnt entweder ein neues Reich auswählen oder die Expedition nach Hause schicken. Ja, wir hatten ja gesagt, wir wollen uns das halt nur anschauen hier. Machen das mal mit dem Fisch. Gibt uns irgendetwas Bronze, weil Bronze brauchen wir, ja. Holz, Nahrungseinkommen. Holz, Nahrungseinkommen. Rinderherde. 800. 4 mal 8 sind 3200. Die Fische sind besser. Du musst ja noch richtig überlegen hier, was du machst. Ach, das sind dann die Provinz-Effektbündel. Dauer 6 Runden. Das stärkt dann auch noch die Zufriedenheit. Das ist schon... Also, krass, wer sowas ja alles ausdenkt. Das ist schon heftigst. Holzeinkommen. Also Holz brauchen wir auf keinen Fall. Produzieren wir ja im Moment genügend selbst. Aber hier gibt es halt nichts, was uns Bronze geben würde. Wir holen uns die Fische. Ah, das gibt nur noch einmal Fisch. Verdoppelt trotzdem hier auch noch unsere Ausgaben mit den Feigen. Die Feigen haben uns 400 Nahrung gekostet und wir bekommen für den gleichen Wert 10 doppelt so viel. 60 haben wir noch. Dann gönnen wir uns noch diese 4 Rinderherden.
Und Olivenöl. Wartet mal, das Olivenöl ja sogar noch besser. 1000. Genau. Und zu guter Letzt noch nochmal 2 Rinderherden. Verhandlungen abschließen, bestätigen und nach Hause zurückholen. Ist schon krass. Also wir hatten 2000 ausgegeben, Wert von 50. Wir werden richtig, richtig viel Nahrung jetzt dazu bekommen. Heftig. In der nächsten Runde. Königlicher Erlass in Kraft. Das gucken wir uns noch an. Das ist die plus 3 Zufriedenheit. Das hatten wir uns gegönnt. Wir haben keine Steinproduktion, Hinterhaltabwehr, Baukosten. Ja, 10% nur für Tempel halt, fraktionsweit. Rangbare Rekrutierung, das ist nur für einen General. Das brauchen wir im Moment, ehrlich gesagt, noch nicht. Sehe ich jetzt nicht, dass ja, das große Muss. Einfluss plus 1, Herz Ägyptens, ja, das wäre nett. Nahrung 10%, Nahrung haben wir gerade mehr als genug. Wir gönnen uns hier Herz Ägyptens. Dauert nur 3 Runden. Bringt uns Einfluss. Wir wollen ja auf 80 Einfluss in unserer Hauptprovinz kommen. Nord-Sinai. Also mit denen hatten wir uns auch bewegt. Verehrungsrang Tag gestiegen. Da müssen wir jetzt mal drauf gucken. Es ist so. Es wird dann halt komplett umgewandelt. Es dauert halt nur 2 Runden. Gut zu wissen. Jetzt können wir auch einen General auswählen. Wir haben nur einen. Wo wählt man denn jetzt hier in dem Bereich aus? Gar nicht, oder was? Wartet, wartet, wartet. Wo war das? Aha, muss man hier draufklicken und dann nehmen wir den Ramses. Dann müsste das dann auch wieder nach oben gehen. Hier oben 69 im Moment. Wir bestätigen das. Ich werde euren Segen in die Schlacht tragen. Alter Verwalter. Gleich mal 40 mehr. Bronze. Boah. Das ist natürlich schon krass. Gut, da hat man das gemacht. Neue Fraktion angetroffen. Unfassbar viel fertiggestellt, aber halt auch diese Außenposten, also die sind ja nicht fertiggestellt worden, das sind nur, ist nur der andere Gottheit ja, eingezogen, sozusagen. Und hier steht das auch nochmal da, umgewidmet. Ja, und das zählt dann halt auch als Außenposten fertiggestellt. Okay. Dann hätten wir das alles uns angeschaut. Super. Ich wundere gerade. Ach hier, die Spähberichte. Da unten. Irgendein Ereignis scheint hier noch nicht abgehakt zu sein, ist aber egal. Hoffe ich mal. Strebung hatten wir welche ausgewählt? Ach, Monument errichten. Müssen wir uns auch gleich mal angucken. Hofaktionen sind ja auch wieder verfügbar, stimmt. Siedlungsverbesserung. Sukkot. Und hier könnten wir halt, wenn wir wollten, gucken uns das an. Wir wollen ja ein Monument errichten. Zählt das als Monument? Nö. Steht jedenfalls nicht da.
Keine Ahnung, was dann als Monument zählen sollte. Das steht da dran. Monument der Herrlichkeit. Wow, plus 12 Legitimation. Bringt sogar nochmal Siegpunkte. Naja, also so eine Mission uns jetzt hier in der Runde, weiß ich nicht, 10 oder so vorzuschlagen, ist schon ein bisschen... Aber die anderen beiden waren ja auch Schrott. Bin gespannt, ob wir eine Strafe bekommen, wenn wir das dann irgendwann mal aufgeben. Oder halt nicht schaffen. Kann man eigentlich in jeder Provinzhauptstadt ein Monument bauen? Ja, kann man. Schaut euch mal die Ressourcenkosten an. 5000 Steine, 5000 Gold, 1250 Holz. Ja, nee, ist klar. Gut, dass wir die Mission in der Stufe, in der Runde 13 halt bekommen. Ja, ich weiß, freiwillig ausgewählt, aber die anderen beiden waren auch Schrott. Aber das ist ja kompletter Irrsinn hier. Naja, egal. Ein bisschen ärgerlich ist es halt wirklich gerade, dass wir die nächsten zwei Städte, weil das eine Bronze bringt, das andere Stein, die wir haben wollen. Naja, dumm gelaufen, sag ich mal. Die Hofaktion führen wir durch. Nochmal tratschen und jetzt... Der göttliche Hof braucht mehr wie euch. Ja. Und jetzt nochmal eine Anfrage stellen. Armeesold. So, jetzt hoffe ich mal, jetzt kommt, dass wir die Metschai-Truppen auswählen können. Nö. Schepesh und Schwerteinheiten. Bogeneinheiten. Wir nehmen die Bogeneinheiten, da wissen wir, dass wir eine ganze Menge von haben. Müsste also auch nach oben gehen dann hier. Ach nee, am Ende des... Horusgeleits. Wählen die Bogeneinheiten aus. Gehen auf Anwenden. Gut. Armeesold ansehen. Bogeneinheiten. Ja, ja. Zu großem bestimmt. Mal 6 Einheiten. Das ist schon ordentlich, was wir da dann sparen sollten. Im nächsten, nach dem nächsten Horusgeleit. In Sinai können wir auch was bauen. Da ist also ein bisschen Arbeiterschaft wieder dazugekommen. Machen wir Minus an Stabilität. Ach, das ist zerstört worden hier, oder was? Zerstörter Fischereihafen. Die Frage ist, wollen wir hier denn überhaupt einen Fischereihafen haben? Das ist das hier. Nee, ist das gar nicht. Zerstörter Fischereihafen. Doch, das kann nur das sein. Wachstum der Arbeiterschaft, Zufriedenheit in dieser Region. Die Zufriedenheit kommt dann natürlich auch noch durch die anderen, aber die haben wir halt noch nicht erobert. Hier fehlt uns die Arbeiterschaft, genau. Rekrutieren, naja. Wir wollen ja hier diese... Ja. Diese Säule hier nach oben gehen. Ich glaube, das wird noch eine Weile dauern, wenn wir hier loslegen mit den Rekrutierungen. Der Fischereihafen bringt uns 190 Nahrung. Jede Runde. Das sagst du schon nicht, nö. Es gibt nichts, wo man Steinbrüche boosten könnte. Das könnten wir ja mit reinnehmen. Aber im Moment protestieren wir halt das noch nicht. Ach kommt, wisst ihr was?
Wir haben so viele Slots hier frei. Zufriedenheit und Einfluss nach oben bringen. Wir nehmen das mal. So. Und den Fischereihafen werden wir auch noch aufbauen. Wir haben dann immer noch 3 Slots frei. So machen wir das. Dann hätten wir das jetzt fertig. Und auf in Nordinarie gibt es natürlich auch noch Zeug, was wir bauen können. 2 Arbeiterschaft. Da würde ich aber sagen, entweder wir machen hier einfach eine ganz normale Verbesserung, um noch mehr Ressourcen hier zu produzieren. Oder wir sparen es an. Hä? Zufriedenheit plus 25? Wieso das denn? Was ist denn da jetzt hier fertig geworden, dass wir so viel Zufriedenheit auf einmal dazu bekommen? Hä? Ach, wahrscheinlich die ganzen Schreine, oder? Na klar, die ganzen Schreine waren vor uns weg. 2 Runden lang. Deswegen haben wir hier so Probleme gehabt mit der Zufriedenheit. Ja, gut zu wissen. Dann können wir hier uns die Sache noch gut. Da hätten wir alles gemacht. Runde beenden. Was machen wir noch? Nee, wir geben kein Bronze ab. Wir brauchen das Bronze für unsere Armeen. Alles zerstörte Siedlungen, die sich ja einverleiben. Heftig. Echt gespannt, was uns das dann bringt. Was ist das jetzt hier? Hofintrigenentschädigung. Inmitten einer Kammer voller silberzüngiger Schlangen verspricht euch eine der Zungen ansehnliche Profite. Zweifelsfrei in der Absicht, euch zu überzeugen. Ihr erlaubt ihr, sich gerade so weit zu nähern, dass nur ihr allein ihr Flüstern vernehmen könnt. Hofaktion eintauschen. Verliert eine Hofaktion, erhaltet 50 Gold. Ablehnen. Achso, diese Runde wird mir dann eine Hofaktion verlieren. Ja, können wir machen. Wir nehmen die 50 Gold. Und das war's für diese Runde. Genau, und auch für diese Folge, Leute. Denkt dran, Däumchen nach oben. Wichtig, was in die Kommentare. Ja, nett, muss aber nicht sein. Und was aber nochmal ganz, ganz wichtig ist, lasst ein Abo da. Der Kanal soll doch wachsen. Ein gutes Zeichen dafür, dass es euch gefällt, was ihr hier zu sehen bekommt. Vor mir liegt ein langer Weg. Meinetwegen, auch wenn es euch nicht gefällt, trotzdem Abo da lassen. Spaß. Also, Abo da lassen. Und vielen Dank natürlich auch an alle Leute, die ein Abo hier schon da gelassen haben und dem Kanal weiter die Treue halten. Danke dafür, Leute. Wir sehen uns morgen wieder in der nächsten Folge Total War Pharao. Bis dahin, bye bye. Euer Sahadum.